Lennemore-Karten bei Entscheidungsfragen. In diesem Video geht es wieder um eine kleine Legung als Beispiel, wo du also die Lennemore-Karten lernen kannst in ihrer Deutung und auch gleich in der Praxis mit einem Legesystem, das ich halt bei Entscheidungsfragen verwende. Man kann bei Entscheidungen ja zwei Möglichkeiten abfragen oder vielleicht auch drei Möglichkeiten. Und so habe ich das jetzt hier mal in diesem Beispiel auch, dass ich drei mögliche Wege, Richtungen, Varianten, halt Entscheidungen für mich klären möchte und das direkt vergleichen kann, wo jetzt die besseren Karten liegen. Das heißt, bevor ich die Karten natürlich gezogen und aufgedeckt habe, habe ich mir Gedanken darum gemacht, welche Möglichkeiten habe ich, was plane ich jetzt, was möchte ich vielleicht tun und dann darauf einfach den Gedanken konzentriert und gesagt, okay, der Weg 1 ist halt, da gehe ich mit den Gedanken jetzt in diese Variante, beim Weg 2 halt dorthin und beim Weg 3 halt denke ich an diese dritte Möglichkeit und dann vergleiche ich halt einfach, wo liegen die Karten besser oder eben, so wie jetzt in meinem Fall, womit sollte ich vielleicht beginnen und was dann erst eben etwas später machen. Denn vor habe ich alle drei Sachen und worum es jetzt genau geht, das werde ich dir natürlich verraten, damit du auch mitdeuten kannst und dann gegebenenfalls auch das Video vielleicht erstmal pausieren, um dir deine eigenen Deutungsgedanken zu machen, bevor du dir dann meine Lösung bzw. einfach meine Sicht auf die Karten dann weiter anhörst. Die Karten sind übrigens meine zweite Neuauflage von den mystischen Lennemore-Karten. Hier wurden nochmal ein paar Motive ausgetauscht, der Fuchs, der Berg und auch der Park und auch beim Baum. Also ich habe mit Umfragen halt dann natürlich herausgefunden, was euch da mehr gefällt und entsprechend nochmal ein bisschen was an dem Kartendeck verändert. Ja. Bei dieser Frage ging es jetzt darum, ich möchte jetzt wieder ein neues Buch schreiben zu den Lennemore-Karten, beziehungsweise habe ich mich eigentlich damit beschäftigt, soll ich jetzt erstmal viele kleine E-Books machen, also wo es immer um ein Thema geht und wo es das E-Book dann eben für 2-3 Euro zu kaufen gibt, aber wo ich eben den Schwerpunkt auf ein Thema lege, wie jetzt zum Beispiel die Legung Highlight, ne, was ist mein Highlight, das wird ja auch oft von den Kartenlegern gelegt und da einfach das Ganze mal erkläre und mit Beispielen auch in schriftlicher Form, also mehrere kleine E-Books zu verschiedenen Themen, das war jetzt hier oben der Weg 1. Als zweite Möglichkeit wollte ich wissen, oder soll ich mir das einfach schenken mit den E-Books und das gleich als gesammeltes Werk in einem neuen Buch veröffentlichen? Das heißt, dass es das halt in gedruckter Form gibt und dann eben alles zusammen ist, was dann natürlich den Nachteil hat, es wird etwas länger dauern, weil ich muss ja erst alle Themen zusammen aufschreiben, bevor es dann komplett in Druck gehen kann. Während beim E-Book kann ich eben schon mal vereinzelt ein Thema veröffentlichen und mich dann halt an die Arbeit mit dem nächsten machen. Der dritte Weg unten sollte anzeigen, erstmal das gar nicht zu machen, sondern mich jetzt wieder darauf zu konzentrieren, meine Buchreihe Königsklasse weiterzuschreiben, wo es um die vertiefende Deutung geht. Da hatte ich schon mal angekündigt, dass ich ein Buch zum Beruf und auch zur Liebe speziell machen wollte, mit der vertiefenden Deutung, wo ich die einzelnen Positionen der vertiefenden Deutung nochmal ausführlicher erkläre zu diesen Themenschwerpunkten. Jetzt habe ich mir vorgenommen, wenn, dann starte ich erstmal mit dem Beruf. Gefolgt dann vom Bereich Liebe. Ja, und jetzt bin ich halt so ein bisschen in dieser Zwickmühle, mache ich doch erst die vielen kleinen E-Books oder das gesammelte Werk, weil ich denke, ach, so eine Highlight-Legung interessiert die Leute ja vielleicht auch oder so eine Schicksalslegung oder vielleicht auch mal was mit Chakren machen oder soll ich jetzt tatsächlich diese vertiefende Deutung eben mit dem Schwerpunkt Beruf und dieses Buch jetzt anfangen? Ja, darauf habe ich halt diese drei Wege gelegt. Die Startkarte habe ich auch verdeckt gezogen. Witzigerweise kam dann die Karte der Anker. Der steht ja für die Arbeit. Also ich soll mich damit beschäftigen, jetzt buchstäblich an die Arbeit machen. Also ist für mich die Bestätigung, der Zeitpunkt ist jetzt reif. Ich soll damit anfangen. Wenn ich jetzt die einzelnen Wege miteinander vergleiche, dann fällt mir schon mal auf, dass der obere Weg natürlich eindeutig
am besten liegt, denn hier liegen lauter positive Karten. Während in dem mittleren Weg geht es schon mit dem Fuchs los, dann sehe ich noch die Schlange und die Wolken, also drei negative Karten. Folglich ist das hier eigentlich schon relativ klar, dass dieser Weg, wenn überhaupt, erst als letztes gegangen werden soll. Hier unten sehe ich noch den Berg, ist auch eine Blockadekarte, beziehungsweise eine von denen, die ich zu den negativeren Karten zähle. Das heißt, wenn ich hier oben nur Positives habe, hier drei negative, hier eine, dann ist das im Grunde genommen schon beantwortet. Natürlich möchte ich dir hier noch ein bisschen mehr als Deutung mit auf den Weg geben, aber du siehst selbst, nur einfach das hier anschauen reicht schon, um die Frage, die mich ja jetzt hier aktuell beschäftigt, zu beantworten. Also eigentlich habe ich meine Antwort jetzt schon, aber natürlich deute ich jetzt trotzdem noch mal etwas weiter. Also, das heißt hier oben mit dem Brief, mich an die Arbeit machen, etwas schriftlich aufzusetzen oder in Kontakt zu kommen. Der Brief ist auch immer so ein bisschen das Flachere, das Oberflächlichere. Das könnte sich jetzt darauf beziehen, eben, weil ich ja hier kleine, kurze Episoden machen will, die ich dann eben als kleine E-Books zum günstigeren Preis rausbringen will, dass das einfach die Bestätigung ist, dass dieses kleine, kurzfristige, flachere, oberflächliche oder wie man das halt bezeichnen möchte, eine ganz gute Idee ist, dass das hier eben ein Weg, eine Möglichkeit ist, eine Alternative zum gedruckten Buch und eben einfach auch als Möglichkeit hier Harmonie und einen Ausgleich bringt oder auch Zufriedenheit, ist ja auch immer der Vorteil, ihr könnt dann entscheiden, welches Thema ihr dann halt haben möchtet und dann eben sagt, okay, das kaufe ich jetzt mal für 2 € oder 3 € und ach, das interessiert mich nicht so, das ist ja dann, sage ich mal, vielleicht interessanter als jetzt ein komplettes Werk, was man dann halt für 20 oder 25 Euro kauft, weil da eben sehr viel gebündelt drin ist. Ja, also mit der Lilie Harmonie, Ausgleich, Zufriedenheit, ein Gleichgewicht ist da. Mit der Blume oder dem Blumenstrauß ist ja immer die Zufriedenheit, Überraschung, das Geschenk. Also wenn ich es jetzt mal so interpretiere aus Sicht eines Kunden, ist es vielleicht für euch eher ein Geschenk, mal was Kleineres kaufen zu können oder aber auch die Möglichkeit, durch diese vielen kleineren Sachen eben einfach die Vielfalt, diesen bunten Strauß des Lebens, ihr in dem Fall den bunten Strauß an Möglichkeiten, was man mit den Karten eigentlich alles Tolles machen kann, dass man da nochmal irgendwo mehr Kreativität, mehr spielerischen Umgang und eben mehr diese bunten Fähigkeiten, jedes Blümchen für sich gesehen, halt nochmal als Facette des Kartenlegens dann auch lernen kann. Das bringt dann nämlich die Stabilität, den Halt, die Festigung, eine gesunde Entwicklung, Wachstum, dass der Baum kann sich hier verwurzeln, es kann sich einfach gesund weiterentwickeln. Also durchweg eine positive Legung. Hier unten beim gedruckten Buch ist witzigerweise auch das Buch als Karte gefallen. Also ich finde das immer irgendwo dann schon lustig, wenn dann auch tatsächlich nochmal so die Sachen als Bestätigung drin liegen. Eigentlich bräuchte ich das ja gar nicht, weil ich vertraue den Karten ja auch so. Aber vielleicht ist es gerade für diese Lernvideos für euch dann auch nochmal wichtig, dass diese Bestätigungskarten da auch nochmal mit auftauchen, dass man im Grunde genommen wirklich hier schwarz auf weiß oder in dem Fall halt bunt sehen kann, hier geht es um dieses Thema, also das Buch, aber da rennt der Fuchs halt rein. Das heißt, irgendwo so dieses gedruckte Buch oder das als Buch herauszugeben, ist derzeit halt der falsche Zeitpunkt. Das ist zu kompliziert, da eiert man herum, das dauert einfach zu lang. Ich würde es jetzt mal auf den Zeitfaktor gesehen deuten, dass euch das dann zu lange dauert, bis ich das veröffentlicht habe und ihr endlich wieder was Neues zum Lesen habt. Mit den Wolken eben, das ist noch schwankend, das ist undurchsichtig, wann es dann letzten Endes hier in die Öffentlichkeit kommt. Weil klar, bis man so ein Buch geschrieben hat, was ja dann auch ein bisschen umfangreicher sein soll, das dauert natürlich seine Zeit. Hier unten das eigentlich geplante Buch, was ich jetzt normalerweise eigentlich als erstes schreiben würde, bevor mir dann die Idee mit den E-Books kam, ist jetzt hier ist die Veränderung. Also es ist schon auch Zeit, hier jetzt mal was zu verändern, aber mit dem Berg auch vielleicht diese Veränderung erstmal noch hinauszuzögern. Da ist auch der weitere Weg, also es dauert auch länger, bis ich das dann praktisch fertig geschrieben habe. Das heißt, hier müsste ich dann auch den weiteren Weg einplanen, dass eben einfach dieser Zeitfaktor hier auch eine Rolle spielt, bevor ich letzten Endes was verändern kann.
Es ist aber durchweg positiv. Mit dem Klee geht es ja um Freude, um Spaß, etwas Schönes, durchaus auch Hoffnungen, die ich vielleicht in dem einen oder anderen wecke, weil ich dann wieder was in dem Buch natürlich tiefergehend erklären möchte, was dich auch wieder voranbringen soll im Kartendeuten mit der Sonne. Das Helle, das Licht, das Positive, hier ist Wärme, hier ist Ausstrahlung, Anziehungskraft, etwas Positives. Mit dem Mann, da würde ich jetzt mal nicht meinen Mann reindeuten, weil der hat in dieser Legung eigentlich nichts zu suchen. Also geht es eher um das männliche Prinzip, also etwas machen. Männer sind immer so die Macher, aktiv sein, etwas geben, etwas tun. Also hier in dem Fall dann natürlich als Schlusskarte wieder sehr gut. Hier habe ich was zu geben. Hier bringe ich vielleicht dann eben auch den Kunden in die Aktivität, sich damit dann positiv zu beschäftigen. Aber für mich als Entwicklungsweg mit dem Berg da drin, wenn ich das hier zuerst mache, dann ist es eben ein weiterer Weg, bis das Ganze dann eben positive Handlungen nach sich zieht. Hier oben habe ich natürlich die Kundschaft drin, also die Leute, die Öffentlichkeit, dass es dann auch im Handel praktisch zu bekommen ist. Aber auch hier die Verzögerungen, die Unsicherheiten noch bezüglich, bis es denn dann vielleicht endlich mal gedruckt ist. Also für mich ist die Legung wirklich eindeutig und klar. Aber wie immer frage ich natürlich in die Runde, gern kannst du kommentieren, sei es bei Facebook, bei YouTube oder auch in meinem Blog. Alle Kommentare sind willkommen, alle Deutungen sind willkommen. Du weißt, es gibt weder richtig noch falsch, denn jeder Kartendeuter hat seine eigene Sicht und seine eigene Meinung auf die Karten. Und wenn du es anders siehst als ich, ist das auch in Ordnung. Dann schreib es einfach ins Kommentarfeld rein, wie du es interpretieren würdest. Ich bin immer neugierig, auch Deutungen von anderen zu lesen. Und ansonsten kannst du natürlich auch gern schreiben, was du dir von diesen drei Varianten vielleicht auch von mir wünschst. Kann ja auch sein, dass du ganz anderer Meinung bist als meine Karten, dass du vielleicht sagst, E-Books magst du nicht, du möchtest lieber was Gedrucktes haben und dann vielleicht, dass du sagst, du möchtest hier unten das Buch mit der vertiefenden Deutung zum Beruf oder du sagst vielleicht, nein, ich möchte diese vielen interessanten kleinen Themen gesammelt als Werk gedruckt haben oder du bestätigst vielleicht das, was hier die Karten auch anzeigen, lieber häppchenweise kleinere Sachen zum kleinen Preis und dafür auch schneller rankommen und mehr die Vielfältigkeit der Karten kennenlernen. Also die drei Möglichkeiten habe ich jetzt. Ich werde mich definitiv an die Arbeit machen und die ersten Sachen dann jetzt auch beginnen. Du kannst mir, wie gesagt, jetzt noch den Input geben, was dich vielleicht davon am meisten interessiert. Auch gern, wenn ich jetzt hier nochmal hier oben auf die Legung beziehe, da beschäftige ich mich ja mit dem Gedanken, so eine Legung zu machen, was ist mein Highlight, vielleicht mal eben was mit Chakren zu machen oder eben so einfach dieses so eine Legung, gibt es was fürs innere Kind oder eine Legung Schicksals, was ist mein Schicksalsweg oder was ist meine Schicksalsaufgabe in diesem Leben, eine Karma-Legung. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo man sich Gedanken drum machen kann. Also wie gesagt, du kannst gerne posten oder schreiben als Kommentar halt, was du dir wünschen würdest, was dich als Thema am meisten interessiert. Das ist natürlich für mich dann auch immer spannend zu lesen, weil ich ja vielleicht ganz andere Interessen habe als du und bevor ich jetzt als erstes Werk was schreibe, was kaum einen interessiert, wäre es natürlich schon interessanter, das zu schreiben, was die meisten Leute auch haben wollen. Also letzten Endes hilfst du damit auch mir, Klarheit da reinzubekommen, was du als mein Kunde, als mein Fan gerne von mir haben möchtest. Selbstverständlich gibt es auch weiterhin die kostenlosen Videos dazu, das heißt parallel zu den schriftlichen Sachen werde ich auch immer mal dann ein kostenloses Video dazu vorstellen, dass du auch dort die Legung dann kennenlernen kannst und die schriftliche Ausarbeitung dann eben in gedruckter oder halt in E-Book-Form, wobei das E-Book dann sowohl für den Kindle geschrieben wird, als auch für EPUB-Geräte, also für die ganz normalen anderen E-Book-Reader und natürlich auch als PDF für all diejenigen, die jetzt einfach ganz normal am PC sind oder es sich einfach selbst ausdrucken wollen, weil doch was Schriftliches in der Hand für die meisten vielleicht interessanter ist. Ja, in diesem Sinne schließe ich jetzt hier langsam das Video, komme zu meiner letzten oder beziehungsweise vorletzten Folie. Hier noch einmal der Hinweis, falls dich diese Karten interessieren, es sind Angelinas 40 mystische Lenormand-Karten, die zweite Neuauflage. Du bekommst sie in meinem Online-Shop unter angelina-schulze.com/online-shop oder aber auch auf Amazon und sie kosten 16,95 €.
Ja, und zu guter Letzt einfach wieder die Bitte, du kannst das Video liken, wenn es dir gefallen hat, du kannst einen Kommentar schreiben und solltest du noch nicht in meinem kostenlosen Coaching drin sein zum Kartenlegen lernen, dann melde dich doch einfach per E-Mail dazu an, das kannst du auf meiner Blog-Webseite zum Kartenlegen lernen. Also dort ist dann die Möglichkeit, dich einzutragen und so lange einfach drin zu bleiben, wie du Spaß und Freude daran hast. Das heißt, ich schicke dir die E-Mails auch nur so lange, wie du die haben möchtest. Du kannst dich jederzeit wieder austragen oder dich eben einfach auch wie die vielen anderen Teilnehmer darüber freuen, wenn von mir wieder eine E-Mail kommt mit kostenlosen Infos, wie du einfach weiterkommen kannst im Kartenlegen lernen. Ja, alles Gute, alles Liebe, eure Angelina Schulze.